Hallo, ihr kleinen Schlingel, was geht's ab? Wir sind hier auf einem neuen Lost Place. Auf einem Altersheim. Keine Ahnung. Gucken mal jetzt, ob wir einen Eingang finden. Ich glaube, ich habe hier schon einen gesehen. Hier kann man rein. Gleich befinden wir uns auch im Bad. Eine riesengroße Badewanne. Hier hängen noch alte Gardinen und handgeschriebenes oder ausgedrucktes Weißer Sack, Bügelwäsche. Gehen wir mal weiter. Ah, das war der Baderaum. Ich sehe schon, hier hängen sogar noch Bilder. Muss nur kurz gucken, ob noch wirklich keiner ist. Nochmal ein Badezimmer. Hier kommen schon die ganzen Tapeten runter. Und eine Krücke, das darauf schließen lässt, dass wir uns doch in einem ehemaligen Altersheim befinden. Hier war ein Eingang. Krücken und ein Rollstuhl. Oh je. Ein Topf. Ganz schön viel Einrichtung hier. Kühlschrank. Der ist aber schön sauber und leer. Hier sieht man schon einen richtigen Verfall. Kochtöpfe, Löffel. War hier mal die Küche? Nein, ich glaube nicht. Ein riesiger Melitta. Filter, wahrscheinlich konnte man da Kaffee kochen und eine Fußschiene. Ein alter Kronleuchter. Hier geht es auch noch mal zum WC. Behindertengerecht. Hier der Verfall. Ein Rollstuhl und so eine Hebebühne. Da konnte man wahrscheinlich die alten Leute aus dem Stuhl, aus dem Rollstuhl hochheben und vielleicht aufs Bett drauf. Kenne ich nämlich auch noch. Noch mal ein Rollstuhl. Boah, das sieht creepy aus. Und ein altes Bett. Ja, hier lagen mal die alten Leute. Hier noch so ein Notschalter. Und ein Kalender. Und zwar von 2004. Das ist so der erste Anhaltspunkt, was wir hier haben, wo das hätte schließen können. Oder seitdem es halt geschlossen ist. Oh Leute, hier ist wirklich noch alles drin. Speiseplan. Was gab's denn da? Von bis Speiseplan für die Woche 2003. Was gab's denn da? Bunter Salatteller mit Schinken und Käse. Dazu eine Flätlessuppe, buntes Fischragout auf Gemüsestreifen, Nudeln, Diät, Gelee-Speise. Hier steht knallhart noch so ein altes Bett. Und was haben wir hier? Irgendwas
Ich habe keine Ahnung. War das so ein Behälter, wo da Pipi reinkommt? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auch noch mal eine Zeitung. Die ist von 2007. Noch diverse Bücher. Ein Schrank. Eine Gehhilfe ist da hinten. Ansonsten ist hier nicht mehr so viel zu sehen. Schönes altes Bild. Hier ist auch noch ein Raum. Boah, hier geht's zur Küche. Oh Gott, die Stühle. Sind die aus den 70ern? Kann man meinen, oder? Dass die aus den 70ern sind. Hier haben wir auch noch Unterlagen. Ich muss erst gucken, nicht, dass ich die... Besonderes hier auch noch mal von 2004. Aber die Stühle, die sind echt alt. Oh nein. Hier ist ein toter Vogel. Das tut mir immer so weh, dass die hier ihren Ausgang nicht mehr finden. Und eine kleine Küche. Schrank. Schön leer. Gehen wir mal weiter. Hier so ein Putzbehälter. Hat wahrscheinlich die Putzfrau ihre Sachen drin gehabt. Und noch irgendwas, einen Auftrag von 31.12.99. Hier noch eine. Und der uralte Schrank. Leider schon zerschlagen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Waschbecken. Und wieder diese alten Stühle. Wo man die Wäsche hat hinstellen können, reinstellen können. Gucken wir mal, ja. Hier war der Haupteingang. Und jetzt gehen wir mal nach da oben, gucken, was es da gibt. Nochmal so schöne alte Bilder. Ein Kronleuchter. Und hier kommen wir gleich zum Bad wieder. Kommen auch die Tapeten runter. Ganz alte Fliesen. Hier ein Raum. Und auch wieder ein Kalender von 2004. Also können wir davon ausgehen, dass dieses Heim 2004
geschlossen wurde. Dein Schrank. Was war das? Ein Heizding? Nee, eine Lampe. Boah, das Sofa. Oh mein Gott. Leute, hier steht einfach das halbe Zimmer unter Wasser. Die Decke kommt schon runter. Und hier steht einfach mal so ein Fuß mit noch einem Schuh. Ist das nicht horrormäßig? Hier noch so eine, wo man das Essen draufstellen konnte. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Aber guckt euch das an. Boah, ist das gruselig. Und die Lampe. Kommt einfach alles runter. Gehen wir mal weiter. Hier ging es zum Zimmer 725. Eigentlich nicht so groß, die Zimmer. Haben sich die älteren Leute hier wohlgefühlt? Unten wurde ja direkt ein größeres Altersheim gebaut. Ist noch intakt. Vielleicht sind die von hier umgezogen in den Raum. Und hier das Sofa. Oh, gruselig. Nochmal ein Raum. Hier stehen nur Stühle, Waschbecken und ein Tisch. Teppich noch. Ein uraltes Telefon mit richtig großen Tasten. So weiter. Der Raum hier ist leer. Aber der Raum ist echt horrormäßig. Hier noch ein Stromkasten, genau. Alarmplan, Notfallplan. Gehen wir mal weiter hoch. Boah, es sieht schon gruselig aus hier. Geht's auch noch weiter? Hier ist der Fahrstuhl. Und nochmal eine kleine Küche. Und mit so Uranbechern. Und die fließen. Ja, aber wegblicken. Ich weiß nicht, ob ich mich. Da geht es nochmal ein Stockwerk hoch. Oh, guckt euch den Kronleuchter an. Und überall so Bilder von Vögeln. Auch wieder. Ich muss hier aufpassen, weil hier zum Teil schon die ganze Decke runterkommt. Aber ich glaube, ja, das Stockwerk ist hier ein bisschen gleich. Auch wieder hier so eine kleine Küche. Und so Nachttöpfe sind das doch. Das sind doch so Nachttöpfe, oder? Wo die alten Leute dann unterm Bett hatten und Pipi machen konnten. So, gucken wir mal weiter. Hier geht's auch. Da hängt einfach eine Jacke. Hallo? Ist hier jemand? Pass auf bitte, weil der Boden ist nicht mehr so stabil. Ich glaube, hier kommen wir zu dem Zimmer. Aber wir sind hier schon auf dem Dachboden.
Nein, nein, das ist das Zimmer. Das war das Zimmer, wo der... Hier sieht man es. Wo das Dach runterkommt, das werde ich definitiv nicht betreten. Aber man sieht hier noch so Ersatzreifen für einen Roll. Wie heißt das? Rollstuhl? Und auch hier so eine Gehhilfe, ne? Ja, so eine richtige Gehhilfe. Nicht mehr weiter hier. Ich komme auch. Hängt einfach eine Jacke noch. Und ein Feuerlöscher. Und noch so alte Bilder. Oh je, die muss ich aber dann, glaube ich, verpixeln. Ich guck mal kurz, heb mal. Aber nicht auf die Bilder. Aber es ist schon traurig, wenn man solche Bilder sieht. Auch hier ein Bild von dem Graf. Eine fröhliche Familie. Auch nochmal Bilder von dem Grab. Und noch so ein Bild, wo drei Herrschaften drauf sind. Vielleicht ist es ja auch ein Bild von einem Zimmer hier. Nicht weitergehen. So, ja, hier gehen wir. Können wir so reinleuchten hier. Noch ein Bett. Hier steht auch noch ein Bett. Hier kommt die Decke runter. Aber guckt euch das an. Eigentlich noch voll eingerichtetes Zimmer. Und hier noch ein Rollstuhl. Und auch hier zwei Betten. Und ein alter Stuhl hier hinten in der Ecke und auch wieder private Fotos. Schaut euch den alten Schuh an und alte Koffer auch noch. Na gut, dann würde ich sagen, hier, das war's an der Stelle mit dem Video. Hier nebendran gibt es gleich die nächste Location. Dann sehen wir uns einfach da wieder. Haut rein, Leute, bis gleich.